ganz kurz nochmal. Hallo, hier ist Stefan Höltgen für das EPD Film Berlinale Blog 2011 von der 61. Berlinale. Wir, das bin also ich, Stefan Höltgen, und hier Jochen Werner, er ist Redakteur bei der Zeitschrift FNM Texte zum Film. Wir haben uns jetzt gerade eben den Dokumentarfilm Unter Kontrolle angesehen, hier im Cinestar. Ich erzähle kurz, was das für ein Film ist und dann diskutieren wir ein wenig darüber. Unter Kontrolle, ein Dokumentarfilm über deutsche und österreichische Kernkraftwerke und alles, was mit dem Thema Kernenergie zu tun hat, im weitesten Sinne, also der internationalen Behörde für die Kontrolle und verschiedenen Messen, die dort gezeigt werden, aber auch Kernforschungszentren und ja, das Ganze wird sozusagen so aufgezogen, dass wir einerseits mit der Technologie konfrontiert werden, aber auch eben mit der kulturellen Seite, auch mit der architekturgeschichtlichen Seite, das darf überhaupt nicht vergessen werden, von Kernenergie in Deutschland, bis hin eben zu Fragen von Atomendlagern, Zwischenlagern und dem Rückbau. Angeschlossen an den Dokumentarfilm war noch eine Diskussionsrunde, es war der Regisseur da und der Drehbuchautor, und wer war das auch? Der Produzent. Der Produzent war auch noch mit da. Also eine sehr ausführliche Diskussion, die aber tatsächlich auch schon einen Aspekt zeitigte, den man bei kritischen Dokumentarfilmen häufiger findet in Diskussionen hinterher, dass nämlich die Diskutanten bzw. die Produzenten des Films eher so zu Agenten ihres Themas gemacht werden. Aber bevor ich jetzt sage, wie ich den fand, frage ich mal Jochen, was sagst du denn zu dem Film? Ja, du merkst ja schon an, der ist recht kontrovers diskutiert worden gerade. Und ich finde, das ist ein absolut faszinierender Film. Und das nicht obwohl, sondern gerade weil er sich relativ stark zurücknimmt, darin offen Stellung zu beziehen, also offensichtlich Stellung zu beziehen. Also er bezieht schon relativ klar Stellung, finde ich. Aber er hat es einfach nicht nötig, quasi seine Message dem Publikum anzutragen, sondern er funktioniert im Wesentlichen über seine Ästhetik. Also ist ein ästhetisch sehr ausgefeilter Film. Volker Sattel hat das in CinemaScope-Bildern in Szene gesetzt und schwelgt halt geradezu in der Ästhetik dieser Atomkraftwerke. Also man kann fast sagen, es ist eine ästhetische Studie über die Atomkraft und über ihre Manifestation eben in Deutschland und Österreich an verschiedenen Orten. Und der Untertitel des Films ist ja eine Archäologie der Atomkraft. Er steht auf dem Plakat, ja. Genau. Im Vorspann stand er nicht, aber auf dem Plakat steht er. Das ist insofern ganz treffend, dass es dabei eigentlich nicht um eine Perspektive in die Gegenwart geht. Also es ist, er macht eben gerade das nicht, was man wahrscheinlich heute als erstes erwartet von einem Dokumentarfilm über Atomkraft, also quasi im Jahr 1 nach der Laufzeitverlängerung und in dem Jahr, in dem eben nachdem lange Zeit eigentlich ein Konsens über die Abschaltung der Atomkraftwerke bestand, dieser Konsens dann plötzlich aufgekündigt wurde und eben die Atomkraft jetzt plötzlich wieder ein tagespolitisches Thema ist, bezieht er sich eigentlich nicht auf diesen Diskurs, sondern geht quasi in die Vergangenheit rein, indem er sich die Ästhetik von verschiedenen Atomkraftwerken, die größtenteils in den 70er Jahren entstanden waren, anschaut und quasi nach dem utopischen Potenzial dieser Ästhetik schaut. Also es geht quasi darum, was die Faszination dieser Architektur und damit ja auch dieser Technik, weil die Technik sich ja quasi in dieser Architektur einschreibt und dadurch auch erstmal begreifbar wird, ausdrückt. Also man kann zunächst mal sich selbst auf diese Faszination auch einlassen und sehen, wie überhaupt die Menschheit auf den Gedanken gekommen ist, diese Atomkraftwerke in die Welt zu setzen. Und später kommen dann auch so Sachen wie eben Halbwertszeiten ins Spiel, da kommen dann Zahlen ins Spiel, die absolut irrsinnig sind, von 15 Millionen Jahren war dann irgendwann mal die Rede. Und ich glaube, dass die Position des Films oder überhaupt erst was eigentlich für ein Wahnsinn grundsätzlich in dem Gedanken des Betriebs eines Atomkraftwerks steckt, dadurch auch schon sehr, sehr klar. Ja, also für mich war das auch zuallererst mal vielleicht der beste Film, den ich über Architekturgeschichte und Architekturästhetik, Industriearchitektur seit langem gesehen habe. Die finden also so tolle Bilder. Es ist natürlich so, dass hinter dieser Architektur, die ja absolut typisch ist, mit diesen gebogenen, geschwungenen Kühltürmen und mit den Druckkammern und den Kuppelgebäuden und ja auch dieser unglaublich nüchterne Betonästhetik, dieser klotzigen Ästhetik mit den schlanken Türmen, dass dahinter natürlich auch eine ganze Menge Angstvorstellungen stecken. Also wenn man so ein Ding sieht, dann weiß man schon fast, was das ist, hat schon ungefähr eine Vorstellung, was darin passiert. Das Einzige, was man sich nicht vorstellen kann, ist, wie sieht eigentlich die Energie und das, was
sozusagen zu der Energie führt, aus. Dafür gibt es keine Bilder und das macht ja gerade das Unheimliche aus, dass die Atomkraft eigentlich eine unsichtbare Kraft ist, die sozusagen nur im utopischen Fall mal zu glühen beginnt. Hier sehen wir also auch mal den einen oder anderen halb abgebrannten Brennstab, der dann noch so ein bisschen glüht, weil dann beim Zerfallsprozess natürlich auch Photonen entstehen. Aber ansonsten ist das ja eine unsichtbare Materie, die über die Architektur sichtbar wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass also die Architektur natürlich auch in den geplanten 50er und 60er Jahren mit einem gewissen Stolz auch diese Sichtbarkeit produziert hat. Das sind also Artefakte, die dann in die Landschaft gesetzt wurden, die selbst noch in dem Moment, wo sie rückgebaut werden, und das ist ja nicht einfach eine Sprengung oder dass da jemand kommt und die Steine abbaut, sondern die müssen intensiv zerlegt werden, weil die Dinger natürlich auch so gemacht sind, dass sie nicht gleich auseinanderfallen. Also selbst die Industrieruinen, die dort gezeigt werden, haben immer noch eine unglaubliche Schönheit. Und ich habe nur zwei Tage vorher den Tschernobyl-Film gesehen. Der hat genau dasselbe Thema. Der handelt auch von der Unsichtbarkeit dieser Energie und von der scheinbaren Gefahrlosigkeit, in der man sich die ganze Zeit befindet. Die beide sozusagen über beide Filme versuchen, das über einen flüchtigen Blick auf die Architektur zu zeigen. In dem Tschernobyl-Film, der ist natürlich noch etwas viel flüchtiger als der jetzt. Aber hier sehen wir halt auch immer so einen Langstreifen an den großen Formen, mit großen Brennweiten kleine Menschen gefilmt oder Autos gefilmt, die in dieser Architektur, von Architektur bestimmten Landschaft stehen. Und dann auch immer wieder so, so Sachen wie technische Prozesse, Dispatcherräume, blinkende Lichter und so weiter und so fort, was die ganze Sache irgendwie handhabbar machen soll, was aber auch gleichzeitig noch so ein bisschen über diese Cleanheit und vor allem über die Symmetrie. Also der Film ist ja unglaublich symmetrisch aufgebaut. Ja. Es gibt also, das ist schon fast auch wie bei Stanley Kubrick manchmal, wenn er so langsam durch die Gänge fährt, wie diese Unsichtbarkeit sichtbar, wie der Film auch versucht, das sichtbar zu machen und darüber seine politische Position findet. Ja, nicht so sehr darüber, genau wie Jochen richtig sagt, dass er ein Statement abgibt oder dass er eine Schrifteinblendung macht, was die Zuschauer teilweise gemeint haben, sondern über dieses Phänomen der sichtbaren Unsichtbarkeit vielleicht. Also, jetzt habe ich anfangs schon angesprochen, dass sehr kontrovers diskutiert wurde, der Film. Das finde ich sehr typisch. Ich habe also gerade bei Filmen über Technik immer so den Eindruck, dass die Boten dann zum Problem selbst erklärt werden. Ich habe da vor einem Vierteljahr den Dokumentarfilm Plug and Pray gesehen über neueste Robotertechnik und künstliche Intelligenz. Da wurden dann in der Diskussion die Filmemacher dazu, darum gebeten, ihre Stellungnahme abzugeben, darüber, wie sich die Robotik entwickelt und ob das wirklich alles so gefährlich ist. Und auch hier wurde jetzt gerade gefragt, ob denn wirklich alles unter Kontrolle ist, ob die Filmemacher den Eindruck bekommen hätten, die Technologie sei unter Kontrolle. Fand ich ja sehr schön, wie die darauf reagiert haben. Ich meine, ja, was ist das für eine Position, die der Filmemacher in dem Moment einnimmt, wo er hier in so eine Podiumsdiskussion geht? Was denkst du? Ja, natürlich, der Filmemacher ist dann natürlich gewissermaßen immer der Agent des Publikums. Also der Filmemacher ist quasi das Relais zwischen dem Zuschauer, der hier im Kinosaal sitzt und sich diesen Film anschaut, und eben dieser Technik, die ja weit abgeschoben aufs Land, irgendwo hinter dicken Mauern stattfindet und eben tatsächlich dem Blick der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Aber nochmal was anderes. Ich finde es ganz interessant, dass du gerade Kubrick genannt hast. Ich habe jetzt gerade nicht an Kubrick gedacht, du hast natürlich völlig recht. Aber es ist, glaube ich, ohnehin ein Film, der auch ästhetisch, also auch filmhistorisch sehr, sehr, also sehr klar fundiert ist. Ich muss ja zum Beispiel in dieser Schlusssequenz an Antonioni denken. Du meinst die, wo das Filmmaterial auf einmal anfing zu blinken? Nein, die noch nicht. Die noch nicht. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich meinte die letzte Sequenz quasi in diesem Schalterraum, der dann plötzlich menschenleer porträtiert wird. Und tritt eben der Störfall ein in der Simulation und alle Lichter fangen an zu blinken. Es ist keiner mehr da. Wer sie sieht, ist es keiner mehr da, der darauf reagiert. Und da kommt natürlich auch so ein Moment von Dauer, von Ewigkeit, von Leere in den Film. Zumal es da ja auch eine Soundbridge gibt. Das heißt, der Ton aus dem Dispatcher-Raum geht über in die Schlusstitel. Genau. Genau. Also es geht dann quasi um ein symbolisches Auslöschen, wenn man so will. Das Verlöschen, wie am Ende von L'Eclisse bei Antonioni. Ja. Das ist übrigens sowieso ganz interessant, wo ich eben über diese Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gesprochen habe. Der Film fängt ja an mit Bildern in einer Nebelkammer. Also da sieht man sozusagen so die Spuren, die die Elementarteilchen in der Nebelkammer zeichnen. Da werden sich wahrscheinlich viele gefragt haben, was sehe ich denn da eigentlich? Also man sieht da so zischende weiße Streifen, die so dann verpuffen, und zum Schluss wird nochmal gedankt dafür, dass einer der Mitarbeiter das Filmmaterial zum Schluss Gammastrahlung ausgesetzt hat, sodass es dort belichtet wurde. Und das ist sozusagen, vielleicht war das schon der Gag, warum man
auf 35 mm gedreht hat, aber ich habe mich pudelwohl gefühlt. Also auch immer wieder diese Cigarette Burns oben in der Ecke zu sehen, immer wieder einen 35 mm Film im Kino zu sehen und dann noch einen, der wirklich fotografische Dia-Bilder bringt. Also man kann quasi sich nur freuen auf den Bildband, der da angekündigt wurde, der demnächst entsteht. Ne? Genau, und dieses Pulsieren am Ende durch das bestrahlte Filmmaterial geht dann natürlich auch einfach in seiner Strategie der Repräsentation noch mal ein Stück weiter. Mhm. Also er begreift dann in dem Moment die Atomkraft ja wirklich als eine Kraft, die sich unmittelbar ins Filmmaterial und in die ästhetische Erfahrung einschleicht. Ja, Film ist sogar das einzige Material, das Atomenergie sichtbar machen kann. Ne? Wie denn noch sonst? Ne? Ja. Ich moderiere mal an dieser Stelle ab. Unser Videopodcast ist lang genug, aber ich habe da jetzt bei YouTube längere Uploadzeiten, wie ich erfahren habe. Vielleicht schaffe ich es noch, einen weiteren Videopodcast für das EPD-Blog für die Berlinale, von der Berlinale 2011 aufzunehmen. Einstweilen bedanke ich mich bei Jochen Werner von FLM. Gerne. Und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.